ich muss staatstragend sein. 3. Au. Ich muss staatstragend sein. 4. Au. Ich muss staatstragend. Du meine Güte, Herr Ministerpräsident, was soll denn bitte schön diese Selbstkasteiung? Das ist doch nicht schön. Warten Sie, Herr Bratzler. Wo war ich? Ah ja, staatstragend sein. 5. Also ja, ich muss Buße tun. Naja, wegen der Männerhorden und so. Sie wissen schon. Ach, Sie meinen dieses Zeitungsinterview, wo Sie so ein bisschen salopp gesagt haben, junge Männerhorden seien das Gefährlichste, was die menschliche Evolution hervorgebracht habe oder so ähnlich. Aufhören, Herr Bratzler. Ich hab's doch kapiert. Meine Parteifreunde, die wollen mich nicht salopp. Die wollen mich staatstragend. Oh, Telefon. Hallo? Guten Tag, Herr Kretschmann. Gabriele Saubermann hier, Ihre Medientrainerin. Gestern haben wir durchgenommen, viel reden, nichts sagen. Phrasen dreschen, ohne anzuecken. Wie wollen Sie nochmal demnächst über junge kriminelle Flüchtlinge sprechen? Und bitteschön? Sich mit diesen jungen Geflüchteten, ein bisschen kriminellen, zugereisten Mitbürgern zu beschäftigen, diese Probleme nehmen wir sehr ernst und packen das außerdem mit voller Kraft an. Juhu! Wundervoll, Herr Kretschmann. Sie sind schon sehr weit, sehr staatsmännisch. Weiter so. Also ich weiß nicht, finden Sie solche nichtssagenden Politikerfloskeln wirklich besser? Ich meine, die Leute mögen Sie ja vor allem deshalb, weil Sie ab und zu ein bisschen salopp daherreden. Nein, Herr Bratzler, dieser saloppe Kretschmann ist Geschichte. Herr Kretschmann, ich hab da wieder eine Dame von der Zeitung am Telefon, nochmal wegen der Männerhorden-Geschichte. Herrgott, Sakramentsblechle, diese Säckel von Journalisten, als hätte ich nichts Besseres zu tun, als mich mit diesen Männerhorden, bisschen kriminellen zugreisten Mitbürgern zu beschäftigen. Staatsmännisch regieren, das klappt. Und was wir machen, wenn's nicht klappt, das sehen wir dann, wenn ich mal wieder salopp werd. Das klappt. Ihr Winfried Kretschmann.